dennoch, oder ihr, ich sagte, ich komme gerne und er sagt, ja, bitte mach das, war dann natürlich das Motto Sehnsucht. Und wie der Wilfried schon gesagt hat, wenn man sich die Werke ansieht, der Künstlerinnen und Künstler, dann sieht man, dass es genau die Künstlerinnen und Künstler sind, die sich mit vielen Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Nicht nur mit der Sehnsucht, sondern mit vielen, vielen anderen Themen. Und wenn ich das nicht so oft gesagt habe, und einige werden es vielleicht wissen, dass ich es oft gesagt habe, auch das Privileg nutzen und auch die Verpflichtung nutzen und immer wieder auch mit ihren Werken den Finger in die Wunden unserer Zeit zu legen. Und viele von Ihnen, die heute ausstellen, viele von euch, die heute ausstellen, haben das ja in den letzten 18 Jahren in den Städten wirklich zur Perfektion betrieben. Und ich habe oftmals Gast sein dürfen und eure Werke, ihre Werke euch als Personen vorstellen dürfen. Und das war schon etwas ganz Besonderes, auch für mich ein Privileg für meine Größe. Muss ich fast die Gegend schimpfen, oder? Ich habe schon mal wieder unterwegs sein. Ich bin ein bisschen zusammen. Die Hintern, die können sich nicht stellen. Aber trotzdem entspannt schauen, ja?